helfen. Ich versuche die ganze Zeit, sie zu erreichen. Vielleicht blockiert irgendwas ihr Funkgerät. Ned, ich gebe mein Bestes. Ich habe Andy gesagt, dass er zu übermütig wird. Wieso können manche Leute nicht vorsichtiger sein? Kann der auch mal stehen bleiben? Aber er ist ein bisschen nervös, ne? Bisschen übermotiviert, der Kerl. Mit Sprengstoff lassen sich gepanzerte Gegner wie Fahrzeuge oder Drohnen effektiv aufschalten. Tagebuch Sprengstoff. Ja. Sprengstoff verursachen jede Menge Schaden in einem weiten Explosionsradius. Versuche zusätzlichen Schaden bei Sie verursachen zusätzlichen Schaden bei Fahrzeugen. Schaden bei Fahrzeugen hergestellt durch die Kombination von Batterien und Treibladungspulver. Ja, ist doch gut. Kann ich denn jetzt... Sprengstoff? Was? Was? Wo? Wer? Ja, immer... Sag mal, jetzt hetzt mich doch nicht. Wo kann ich denn... Mich würde jetzt mal brennend interessieren. Ah, guck mal, Jahresplaner 2029. Mich würde es mal eben brennend interessieren, wo ich denn... Kamera, Missionen. Wo habe ich denn die... Hauptmenü? Aha. Unerlaubt abwesen. Untersuche das Verschwinden von Nerds Patrouille. Hol dir die Rohrbombe vom Tisch im oberen Stockwerk. Das machen wir jetzt gleich. Ich frage mich gerade... Ah, hier Jobs. Ah, hier. Um die Mission zu verfolgen. Ah, die können wir auch... okay. Ah, man kann nur eine anwählen. Okay, fotografiere den Seeker. Das machen wir mal. Ah, wir können jetzt die Hauptmission noch abwählen. Ah, das ist natürlich sexy. Das ist natürlich sexy. Das ist natürlich echt sexy. Hey, Neuer, wenn du nach Andys Patrouille suchst, dann solltest du dich besser auf eine Menge Ärger machen. Ich nehme jetzt aber trotzdem jetzt erstmal den Sprengstoff mit. Das ist natürlich echt sexy. Ihnen kannst du sowohl Fahrzeuge als auch Soldaten wegpusten. So bekommst du eine Chance gegen diese verdammten APCs. Okay. Was hier? Noch ein Speicher. So. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt Hauptmission weiter? Oder ich denke mal, da wird ja noch sowieso etliche Hauptmissionssachen kommen. Deswegen könnten wir... Machen wir die erstmal weiter. Wieso haben Sie sich nicht zurückgemeldet? Was? Hat der mit uns jetzt geredet? Weil dann können wir... Meine Fresse, Alter, sieht das geil aus. Können wir immer noch eine Nebenmission machen? Schalte diese beschissenen, feigen Scharfschützen aus. Aber pass auf dich auf! Töte den Scharfschützen? Ah, das ist wieder eine Nebenquest, die jetzt gerade reingekommen ist. Die Frage ist, wo ist dieser Scharfschütze? Da oben sind drei Ziele markiert, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Komme ich hier drüber? Nein, komme ich nicht, okay. Brady, hier spricht Ned. Je weiter wir uns verteilen können, desto größer ist unsere Chance, Andy und seine Männer zu finden. Ich markiere dein Suchgebiet auf deinem Handy. Solltest du irgendwas finden, muss ich davon erfahren. Viel Glück. Hallo, Ned Flanders. Okay, sind das die Sniper da oben, die ich erledigen muss? Da oben lief jetzt auch jemand, ich weiß gar nicht. Ich habe manchmal... Alter, wie geil das aussieht mit den Luftschiffen und so. Boah, das ist so mega. Ich fühle mich gerade echt wie... Ich weiß nicht, ich habe so ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber... Weil ich muss jetzt echt permanent an Terminator denken. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das sind... Sind das die Scharfschützen? Bestimmt, ne? Scheiße, der hat mich schon gesehen. Fuck. Scheiße, er hat mich gesehen. Besten wir natürlich irgendwie unten rum ins Gebäude bei denen, wo die drin sind. Und dann erledigen. Die schnappen uns jetzt erstmal. Die Scharfschützen sind jetzt erstmal fällig, aber sowas von... Sag mal. Okay, manchmal bleibt er noch ein bisschen hängen. Das ist merkwürdig. Wie cool die Uhr läuft, ja.
Wie geil ist das denn? Es fällt mir jetzt erst auf. Unsere Armbanduhr läuft. Wie cool. Okay, dann wollen wir mal. Boah, jetzt hätte ich gerne so eine geschallgedämpfte Pistole. Eine schallgedämpfte Pistole hätte ich jetzt gerne. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das wäre so cool. Wir müssen zusehen, dass wir... Was? Huh. Zusehen, dass wir die nächste eine Pistole kriegen mit Schalldämpfer. Boah, der wollte sich gerade umdrehen. Jetzt halt doch mal still, ich will dich looten. Oh, hier, riech mal. Riech mal. Riech mal. Oh, Quante. Lecker. Mit etwas Moschus. So. Wo sitzt der? Der sitzt hier, ne? Wie komme ich denn an dem dran? Das ist jetzt eine gute Frage. Komme ich hier irgendwie aufs Gerüst oder so? An dem Fenster? Gibt es da irgendwie ein Gerüst oder sowas? Nein, okay. Kommen wir hier irgendwie? Nein, auch nicht. Okay, die einzige Möglichkeit ist vorne nach oben. Vorne nach oben ist auch ein gutes Deutsch. Hier. Aber hier oben war ja noch ein anderer Sniper. Ich hoffe nicht, dass er, wenn der schon weg ist, da hinten ist auch noch einer. Dass der uns nicht sieht, ne? So, warte. Der sieht uns doch, oder? Hundertprozentig sieht er uns. Der müsste uns normalerweise gesehen haben. Jetzt nicht mehr. Es ist vorbei. Aus. Es ist Schloss. So. Da hinten ist noch jemand. Den nehmen wir auch noch mit, den Sniper. Ich möchte ungern hier rennen und aufstehen, weil... Ich weiß nicht, ich möchte unentdeckt bleiben. Weil man hat es ja gemerkt, so in den ersten Folgen, es ist verdammt riskant, weil man hat sofort hier die Polizia, die Sheriffs, am Hals. Sieht der uns von hier aus? Ich kann das jetzt gar nicht... Ich kann es gar nicht beurteilen, ob der zu uns guckt, aber der dürfte uns jetzt gleich sehen. Und ich treffe natürlich nicht. Jawohl, $250, Alter, ui. Na hallo. Na hallo, das ist doch eine Position mit einem sehr hohen Aufforderungskoeffizienten. Ich, ja, bin gewollt, von einem Schlüsselreiz zu sprechen. Der Urologe würde jetzt sagen, bücken Sie sich für eine große Hafenrundfahrt. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, meine Freunde. Ihr habt das nicht gesehen. Ich glaube, ihr seid ein bisschen eifersüchtig auf mich, weil ich so viel Spaß habe. So. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist eine Kiste. Jawohl, sauber. So, 3 Medipacks haben wir. Wir sind gut ausgestattet wieder. Wir können ja theoretischerweise, können wir... Ah, blaue Visiere sind unsere. Wir könnten theoretischerweise jetzt erstmal da zur Mission gehen. Können die... Das sind doch nicht unsere, oder? Nein. Ich helfe den mal, unseren Kollegen. Na, wo ist er? Sehr schön. So, Tüte Einsatzsoldaten mit dem Sturmgewehr. 3 von 20. Hui. Sehr schön. Höh. Willst du mich verarschen? Alter, uha. Die muss ich hier fotografieren, ne? War da nicht irgendwas? Ach, der holt jetzt Hilfe. Jetzt nicht mehr.
Jetzt hat sich das mit dem Foto auch erledigt gerade. Oder kann ich die jetzt fotografieren? Warte, ich bin jetzt mal so schlau. Warte mal. Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Ja, ich habe keine Zeit für Feinde. Ich muss Fotos machen. Mache ich denn... Uah. Okay. Huh. Huch. Haben wir jetzt erst... Was soll das? Warum hat er jetzt einfach geschossen? Okay, das Spiel ist ab und zu noch ein bisschen buggy. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Es ist, ja... Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es, ja. Was hat der denn da am Rücken? Hm, von Apex, also noch ein Stromgenerator. Die Farbe hat einen Horchposten in den Trümmern des Finstock-Lagerhauses eingerichtet. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Norks unsere Gespräche abhören oder lokalisieren, wo wir unsere Munition aufbewahren. Geh dort hinein und schalte ihn aus. Aber klar. Hab ich. Fertig. Finstock Lagerhaus. Jawohl, haben wir. Cool. Es wird so langsam blau auf der Karte. Okay, zwischendurch sind kleine Ladezeiten. Die Beseitigung dieses Horchpostens wird die KVA daran hindern, unsere Aufenthaltsorte innerhalb der Zone zu lokalisieren und sehr schön, unsere Bewegungen schwerer nachvollziehbar machen. So, wie sieht aus? Kriege ich denn hier am Waffenschrank, kriege ich hier Munition, ne? Hier, glaube ich, war das, ne? So, Wertsachen verkaufen. Alpha, oh, ja. Spricht, hört ihr mich? Hallo, Toni. Was geht, Town? Harf und sein Team. Was ist passiert? Sie waren der Abholdienst, oder? Harf hat es nicht geschafft. Mary? Nein. Wichser. Einer von Harfs Team. Ein neuer Typ namens Brayden. Er hat überlebt. Soll Walker geholfen haben, was man so hört? Ja, ich erinnere mich. Harf hat seinen Namen mal erwähnt. Ich muss ihn im Sinn spendieren. Was? Ich habe das letzte gar nicht verstanden. Kennt ihr das? Das hörte sich so ein bisschen an wie so eine Haltestellenansage im Bus. Weißt du, da geht das, weil da geht's, was? Weil da geht das ja meistens dann auch immer so, ne? Nächste Haltestelle um die Straße. Weil da müsst ihr erstmal überlegen, muss ich jetzt aussteigen oder fahre ich eine weiter? Hörte sich so ein bisschen danach an. Aber es soll ja jetzt, bei der Bahn soll es ja jetzt mit lustigen Ansagen kommen. Die werden jetzt alle geschult, auch die Bahnfahrer. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Lustig könnte ich mir echt vorstellen, wenn da so eine Ansage kommen würde wie... Ja, es tut uns gerade leid, aber Ihr Zug hat gerade Verspätung, weil der Schaffner gerade noch mal eben halten musste, um zu pissen. Sowas könnte ich mir lustig vorstellen am Bahnhof dann, wenn der Zug Verspätung hat. Ob das kommen wird, weiß ich nicht. Lass uns überraschen. So. Aber ich glaube, das hat jeder schon erlebt mit Busfahrer oder so, die man dann kaum versteht, weil die so nuscheln. Wo muss ich denn hin? So. Aber krass, das ist jetzt schon wieder Tag. Gut, jetzt hatten wir natürlich einen Posten eingenommen. Die KVA baut Berichten zufolge eine neue Kommandozentrale innerhalb des Trockendocks von Elmtree auf. Wenn wir sie in unsere Gewalt bringen könnten, wäre das ein großartiger Weg, Vorräte in die Zone zu schmuggeln. Das ist gar nicht unsere Aufgabe hier eigentlich. Das ist wieder eine Nebenquest, weil wir hier durch die Häuser marschieren. Und da hinten ist unsere Quest. Aber ich bin jetzt mal so lieb und nett und probiere es nochmal. Wir kommen überhaupt nicht zu unserer Quest. So, erstmal in den Sack geschossen. Auch weg. Na, ich lade zu viel nach. So, der ist auch weg. Da war doch... Was? Wo? Wer? Alter! Willst du mich verarschen? Ich bin doch gerade am Looten, siehst du doch. Ich sollte mich, glaube ich, ein bisschen heilen. Ich glaube, ich sollte mich heilen. Ja. Und dann oben mal aufräumen. Das sind ja nur Scharfschützen. Alter, wo kommt die auf einmal her? Na komm her, zeig dich. Zeig dein Köpfchen. Komm, zeig dein Köpfchen. Sehr schön. So.
Komm, zeig dein Köpfchen, komm. Na, Alter. Ich weiß, ich bin schlecht. Ah, der kommt hin, wie schön. Das ist gut für uns, wenn er zu uns kommt, ist immer super. So, nehmen wir mit. Haben wir ein bisschen Munition. Hier auch nochmal Munition, sehr schön. So. Wunderbar. Elm Tree, Trockendock. Oh, da hinten sitzt noch ein Sniper im Kran, guck mal. Wird der jetzt erledigt oder spawnt der, oder despawnt der einfach? Lass uns mal überraschen. Aber so langsam wird's auf der Karte. So langsam, ich glaube auch, dass das erstmal... Huch. So langsam kommt man auch ins Spiel rein, so. Trockendock nutzen können, um jede Menge Vorräte und Verstärkung zu schicken. Es zu erobern war ein großer Sieg für uns. Gute Arbeit. Sehr schön. So, Munition haben wir uns geholt. Und jetzt gehen wir... Ja, geh doch mal an die Seite. Kann ich den... Curry Alpha, Tony spricht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt steht er... Wir sind gerade auf eine Nordpatrouille getroffen. Konnten leider nichts über Walker herausfinden. Mussten verschwinden, als die Unterstützung eintraf. Verstanden. Jetzt steht er tatsächlich in der Tür. Keine Heldentaten, okay? Wenn ihr etwas findet, fordert sofort Unterstützung an. Ihr macht euch um mich Sorgen, Curry Alpha? Mach mir Sorgen um die 10 Dollar, die du mir schuldest. Ja, die 10 Dollar. Vorsichtig. Jetzt steht er doch tatsächlich in der Tür und lässt uns jetzt hier rumlatschen. Ich glaube das wohl. Hast du gelitten? Hast du gelitten, oben? Ehrlich. Verdammt. So, warte mal. Wo müssen wir denn? Müssen wir ganz runter? Oder? Nein. Na, egal. Ich gehe jetzt hier. Ist ja egal. Sind das Spinne, die wir aufmachen können? Ja. Ich weiß, ich bin nervig, weil... Aber es ist ein großer Bestandteil des Spiels, dass man hier auch ein bisschen was sammelt, weil wir sonst kaum... Da ist irgendwo jemand. Da oben, der sitzt immer noch da drin. Oder? Jetzt nicht mehr. So. Wo wir die Basis hier eingenommen haben. Ich würde mal interessieren, ob die schnetzen. Die Südkoreaner hier die Basen auch wieder einnehmen können. Würde mich mal brennend interessieren. Aber wie mies ist es? Man geht durch den Haus und es ist auch einmal eine Nebenquest. Wer ist der denn? Brady, ist ein wir Gegner, haben ne? Die Nachricht zurückverfolgt und du bist am nächsten. Ich markiere die Übertragungsquelle auf deinem Handy. Geh dorthin und sieh nach, ob du helfen kannst. Ich schicke so bald wie möglich Unterstützung. Da oben sitzt ein Scharfschütze. Ist natürlich intelligent, im Scharfschütze zu kämpfen, wenn man kein eigenes Scharfschützengewehr hat. Oh Gott. Ciao. Ich habe keine Zeit. Ich muss das Motorrad nehmen. Nein, ich will... Nein. Das war dumm von mir. Ich hätte kämpfen sollen und nicht weglaufen. Naja, gut. Ach, jetzt spawn ich hier. Super. Na, wo ist euer Türsteher hier? Hm? Der gerade hier stand. Ja, schön. Ich habe schon 100 getötet. Ich muss ja die ganze Drecksarbeit machen für euch. Entschuldigung. So. Ja, verdammt. So, mal gucken, dass wir jetzt hier... Sitzt der Sniper denn? Der Sniper ist weg. Den hat er gespeichert. Okay. Na, Also wenn man eine Basis einnimmt, dauert das wohl irgendwie einen ganzen Tag. Deswegen ist dann auch komischerweise immer zwischendurch Nacht oder wieder Tag hell dann. Ach, der Sniper ist weg. Der Sniper ist nur nachts da. Der Sniper ist nur nachts da, der hat nur Nachtwache. Sieht zumindest danach aus. Ich bin da sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Auch so, was Gegner angeht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nur diese... Die Soldaten, die einzigen... Was war das? Achso, klettern. Ach cool, man kann sogar auf dem LKW klettern. Dass die Soldaten die einzigen Gegner sind. Vielleicht kommen ja noch so Roboter oder sowas. Das weiß ich ja gar nicht. Hier sieht aus, ob wir hier wieder was befreien können. Die AVA hat dieses Lagerhaus genutzt, um die nahegelegene Bahnlinie zu betreiben.
Zugang verschafft würdest, könnten wir sie vielleicht für den Widerstand umfunktionieren. Wenn ich mir Zugang verschaffen könnte, das ist doch bestimmt hier, ne, oder? Na, oder? Oder ist es... Ah, hier. Das ist ja einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist oder dass es so einfach ist, oder? Wo führt denn das Kabel hin? Kann es sein, dass ich jetzt erstmal hier Strom einschalten muss? Wo ist das denn? Nein! Ein Motorraddynamo kann als Energiequelle eingesetzt werden, um verschiedene Geräte in Betrieb zu nehmen. Ein Motorraddynamo? Wie geil ist das denn bitte? Wenn ich doch schon nicht Motorrad fahren... Kann ich doch bestimmt keinen Dynamo hier aktivieren, oder? Na, Gott sei Dank. Hat so gerade eben geklappt. So, Medipack nehmen wir mit. Strom haben wir schon mal im Haus. Das ist schon mal... Und wir haben Besuch im Haus. Zumindest unten. Ja, da unten steht schon jemand. Na, komm her. Na, komm. Komm zu Papa. Wieso läuft er denn jetzt weg? Hallo. Ich bin's. Dein Freund. Die Kugel. Wir haben einen Unruheherd. Die Nords greifen ein Lager an und die Leute rennen können nicht raus. Sie werden sterben, wenn keiner rechtzeitig dort ist. Mann, verdammt, ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt tatsächlich schon wieder eine Pauschalbahnhof.